Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Sodela, wir haben auf jeden Fall noch beim Mr. Pierce was, das interessiert aber gerade nicht. Die Einwohner, da haben wir ja noch hier. Roy Mitchell, Alter 55, Tätigkeit Besitzer der Bar zum gestrandeten Wal. Roy Mitchell betreibt die einzige Bar auf Darkwater. Das Alkoholverbot wird in seinem Lokal zum gestrandeten Wal gepflegt ignoriert und Matrosen suchen Trost in Mitchells Whisky. Deshalb kennt dieser Mann besser als jeder andere die Geheimnisse und Gerüchte, die die Einwohner der Insel nach ein paar Gläsern ausplaudern. Mitchell hat sich ausgiebig dem goldenen Zeitalter des Walfangs gewidmet, wie man an den zahlreichen Trophäen in seiner Bar erkennen kann. Er spricht mit Freude über dieses Thema, wäre aber weitaus weniger auskunftsfreudig, würde man sich nach seiner Alkoholquelle erkundigen. Kann man verstehen. Ups, das wollte ich noch nicht. Ich wollte hier noch zu Darkwater. Orte. Zum gestrandeten Wal. Eine Bar, in der Alkohol in völliger Straffreiheit serviert wird, ist das Letzte, was ich auf dieser Insel erwartet hätte. Zum gestrandeten Wal heißt die Schenke, die mit eiserner Hand vom Besitzer, einem gewissen Mitchell, geleitet wird. Er duldet keine Unruhestifter und schützt hartnäckig die Identität seines Lieferanten. Alle Bewohner der Gegend treffen sich hier und es scheint sogar eine Art Waffenstillstand zwischen den Schmugglern und den Seeleuten zu geben. Okay, gut. Dann hätten wir soweit alles. Unseren einzigsten Charakterpunkt, den wir noch hätten, will ich noch nicht rausschmeiße. Sondern eher ein bisschen spare auf was Neues, damit ich was Neues erreichen kann. The miraculous catch. Apparently the most significant event of the last 80 years. Ach du liebe Zeit. The Chanty. 21. Mai 1847. Wundersamer Fang. Skylla kehrt in den Hafen zurück und rettet Darkwater vor der Hungersnot. Wir hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Die Besatzung der Skylla, oder das, was von ihr übrig blieb, kehrte am Dienstagnachmittag in den Hafen von Darkwater zurück. Die Bewohner versammelten sich sofort am Hafen, um das letzte Walfängerschiff der Insel willkommen zu heißen. Und sie waren erstaunt beim Anblick des unglaublichen Fangs an Bord des Schiffs. Der Walfisch wird jetzt schon wundersamer Fang genannt. Mit einer Größe, die selbst die mächtigen Zahnwale übertrifft, bedeckt der Walfisch das gesamte Deck und hing teils darüber hinweg. Die überlebenden Seeleute erzählten eine furchterregende Geschichte von ihrem gefährlichen Fang, aber auch vom Fleisch, seiner unbeschreiblichen Qualität und seiner Nahrhaftigkeit. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe viele Bewohner von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendet, unter der die Insel seit längerem litt. Lagerhaus zu vermieten. Mr. Marks vermietet sein Lagerhaus ab Juni für die Fischerei, Werkstatt oder Lagernutzung. Sie können ihn über Ihre Lieblingszeitung erreichen oder ihn am Hafen antreffen. Festlichkeiten im gestrandeten Wal. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger lädt die Schenke zum gestrandeten Wal zu einer außergewöhnlichen Gratisverkostung ein. Bringen Sie Familie und Freunde mit und kosten Sie den wundersamen Fang. Jeder bekommt eine Flasche Waltran. Zögern Sie also nicht. Okay. Tja. Das kehrt zu Okkultismus, habe ich jetzt gesehen. Ja, das zählt hier zu Okkultismus. Die Bewohner bezeichnen den letzten Fang ihrer Walfänger als den wundersamen Fang. Obwohl 1847 die Wale bereits aus dem Gebiet der Walfänger von Darkwater verschwunden waren, machte die Besatzung der Skylla einen gewaltigen und monströsen Fang, der die Insel vor der Hungersnot bewahrte. Sie feiern diesen Fang noch immer. Und ein Zeitungsausschnitt hängt noch immer in der Bar. Es ist seltsam, dass die Erinnerung so lebendig ist, als würde sie von den Überlebenden aufrechterhalten werden. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Ja, das ist schon etwas seltsam, dass man die Geschichte, die eigentlich 80 Jahre her ist, noch immer so zelebriert, dass es die ganze Insel ernährt hat. Dem können wir noch retten. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Okay. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own Algeron Drake, until it finds a new reader. Okay, der Typ ist Algeron Drake. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book after all. Pure knowledge. Schon ziemlich wirrer Typ.
können jetzt Anime mit dem Retter. Und der brabbelt wohl eher mit sich selber. Do you like our song? We're true sirens. Oh ja. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Okay, reden wir erstmal über Elite. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? Oh, yeah. Where the proof? Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Mhm. Ja, man sollte sich mit solche besoffenen Seeleute netto drüber streiten und sagen, ich will einen Beweis für sowas hier. Das sollte mal sein lassen. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Okay, das scheint also wirklich immer noch ein großes Ding zu sein, I bid you Darkwater. Farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Ist aber auch geil. I bid you farewell, gentlemen. Oh ja, das sind die edelsten Gentlemen, die man sich vorstellen kann hier. Hm. Nightmares. Can hear things. Okay. Immer noch das Gebabbel. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Da hin hier können wir anscheinend nicht. Da ist noch Harpune. Die können wir leider nicht mitnehmen. Mit dem Saufkopf, da können wir auch nicht retten. Hier der Trese kommen wir auch nicht. Da ist noch eine Frau, ja, die Jungfrau, genau. Hallo, junge Frau. What you looking at, stranger? Und da hinten steht noch so ein Undercut-Typ mit dicke Schnorres. Die trinkt alle unter den Tisch, nichts, gar nichts. Hier. I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let Ach, me drink, Gott. Stranger. Geheimnisvolle Frau scheint wohl ziemlich direkt und derb zu sein. Und mit dem Kompagnon dahin können wir erst gar nicht retten. Da hat irgendwie komisch. Also die Haare sehen ein bisschen merkwürdig aus. Das wird aber wohl eher der Grafik geschuldet sein. Ich hoffe nicht, dass der wirklich bernsteinfarbene bis rote Haare hat. Also die hat definitiv keinen Bock zu retten. Und hier kommen wir nicht rein. Natürlich. Ja, mittlerweile ist auch wieder heller Woche, sehe ich, obwohl es eigentlich immer noch so bewölkt ist, aber scheinen wohl ein paar weniger Wolken zu sein. Deswegen ist jetzt auch hier wieder Facecam und so etwas weniger düster. Okay, dann müssen wir wohl mit dem Captain Fitzroy sprechen. Die Barava, die stehen da immer noch rum. Da stehen auch noch so ein paar wieschte Kerl rum. Können wir noch mit deiner eloquente Gentleman sprechen? But you can stay to watch if you want. Ach, there's nothing for you here either. Come on, you bastard. You'll see what a true sailor's got in his belly. Ach Gott. Vor allem du Hundsfott auch noch ohne als Übersetzung. Nett, ganz reizend. Prohibition is just a joke around here. Ja. That suits me fine. Ja, dann kann er sich nämlich immer noch einer hinter die Binde gießen. Aber wie gesagt, ich halte den Kerl nüchtern. Ich will hier ein seriöser Privatdetektiv sein, nicht so ein erbärmlicher Haufe Scheiße, der sich die ganze Zeit die Kehle zulötet. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Fitzroy. Guck mal, was der Knabe sagt. So, halt muss ich auch warten, bis wir so um die 20 Minuten mit Spiel gespeichert sind, weil das wird ja wieder von sich aus speichern. Von uns aus können wir doch, glaube ich. Oder? Nee, wir können wirklich nur auf Speicherpunkte zugreifen. Okay, da ich heute nur 3 Aufnahmen schaffe, muss ich warten, bis wir bei 20 Minuten beim Speicherpunkt sind. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Kapitän, die Abmachung ist unklar. Halt deine Leute im Zaum. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib dem Überbringer einfach deine Zahlung, Cat. Schön, die Schrift hat sie übrigens.
Okay, Drohbrief haben wir jetzt. Moment. Da gehen wir noch glatt wieder hier ins Menüreihe. Und gehen hier auf Hinweise. Was er durchsagt. Ah ja, das ist einfach nur das Ding. Aufgelistet. Okay. Broken. This place seems half abandoned. Ja, das ist definitiv halb verlasse hier. Das ist alles total ranzig und am Arsch hier. Could do with some rust remover. Ah, darauf habe ich doch ewig gewartet. So gut gepflegt. So, das kennt ihr jo von mir bei Let's Plays. So, erst einmal eine Trigger gemacht. So, ich weiß, ihr hättet euch gewünscht, das nicht so sehr. Aber so ist es halt. Oh je, mach mal lieber die Tür zu. Gut, was ist dann hier noch? A souvenir from a more prosperous era. Okay. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Was steht da? Sperm Whale. Die diverse Wale, die man anscheinend hier zur Zahlung hat eingeben können, ne? A Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Scylla. Ist auch ein netter Ausspruch, aber das wird ja mit SC geschrieben im Englischen. Scylla und Charybdis, das waren die zwei Katastrophen, wo Odysseus die Wahl hatte, entweder zur Charybdis, die schreckliche Stromschnelle, oder zur Scylla, das Meeresungeheuer. Sodala. Ah, The Learning of Medicine, Volume 2. Der zweite Band lehrt Ethik und bewährt Verfahren für medizinisches Personal. Mhm. Und bewährte Gedöns für Personal. Okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Jetzt sind wir schon bei 24%. Na, aller. Wo ist es dann? Medizin. 4 CP bis zur nächsten Stufe. Okay. Also anscheinend bringt uns, erlöst uns, ersetzt uns das nicht die Charakterpunkte. Schade. So, was haben wir denn hier noch? Diverse Muscheln. Hm? Anscheinend haben die überall nur grüne Kerze. Nett. Was ist denn hier noch Schickes? This man and Fitzroy could be twins. Hm. Auf diesem Foto posiert ein Mann, der Kapitän Fitzroy ähnlich sieht, auf der Brücke eines Schiffs. Er hat ein Holzbein. Mhm. Okay, Hinweis entdeckt. Dann gucken wir uns natürlich auch nochmal an, was er sagt dazu. Hinweis. Ja, das kennen wir alle schon so. Und da haben wir noch was bei Wissen. Yo, das ist dann hier wieder das Zeug. Alles klar. Wird uns einfach wieder nur aufgezählt hier. Hier haben wir nichts weiteres drin. Und was ist da? Holzbäh. Das wird doch nicht von dem sein. What a macabre souvenir. Ja, definitiv. Aber so Harpune hätte ich ganz gern. Damit kann man sich bestimmt sehr gut verteidigen hier gegen diverse Widerlinge und sonstige Gestalter. So. Okay. Jetzt haben wir uns hier gründlich umgeguckt. Noch over geht's hier nimi. Dafür ist die Treppe blockiert. Hier haben wir nichts anderes mehr. Dann retten wir doch mal mit dem Kapitän Fitzroy. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. Mm-hmm. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Okay. Ah, hier. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907... und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Informationen verbergen wollen? Okay, neuer Hinweis entdeckt. Ladungsverzeichnis. Das gucken wir uns auch sofort. Ah, einfach nur damit hier Nimi A gezeigt wird und mir das Ganze klar hin. Okay, ah ja, das war die kaputte Klingel. Und da ist er. Alter, ach, diese ganze Koralle hier, die dran sind. Also ich muss sagen, die Umgebung ist schon echt geil. Wenn man sich das hier anguckt mit dem Leuchtturm, den Walschiff-Wracks, die draußen vom Hafen noch liegen, die einfach nicht demontiert wurden, sondern einfach nur vor sich hier vergammeln. Das ist so ein richtig verlassener Ort, wo sich jeder denkt, ist mir einfach alles scheißegal. Hauptsache, man kann sich von Tag zu Tag irgendwie durchprügeln mit irgendwelchen Tagelöhner-Scheißjobs und das Zeug, was man dann verdient, das versauft man dann in der Kneipe. Alter Falter, was ein Loch. From here I see everything that goes on in the harbor. The hardworking lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me.
It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Okay, James Fitzroy haben wir jetzt auch noch bei der Charaktere dabei. Schwätzen wir mal ein bisschen über Darkwater. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Klingt ja reizend. Dann reden wir nochmal dort drüber. Antwort freigeschaltet. Das ist auch Antwort freigeschaltet. Ah, okay. Das kann ich wohl nur darüber labern, wenn ich auch wirklich entsprechend was Schönes gefunden habe. Ne? Interessant. Dann reden wir nochmal dort drüber. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Ah, okay. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. Ach. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Das habe ich leider schon gesehen. Aber interessant, das heißt, sein Vater war der Kapitän, der den wundersamen Fang getätigt hat. Okay. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Wie so häufig. Reden wir nun mal über den Fall. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Indeed, you're right. Okay. Aber ich meine, der wirkt zwar schon nett, aber der wirkt auch durch seine Reibeiserstimme schon ziemlich gefährlich, der Kerl. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Okay. Mehr haben wir dazu nicht. Dann reden wir nochmal über den wundersamen Fang. Wenn das ja schon sein Vater war, ne? Dann reden wir doch mal mit ihm darüber. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Okay. Damit hätten wir alles. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der da noch ein bisschen, ja, dass der da einfach noch ein bisschen anders drauf zugeht, weil es war ja sein Vater, der das Ganze als Kapitän geleitet hat. Da reden wir mal dort drüber. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Okay, das ist auch noch freigeschalter. Also es lohnt sich anscheinend auch hier mit den Leuten zu retten und sich diverses Zeug anzugucken, damit man Antworten freischalten kann. I know that Charles Hawkins was descended from a family of shipowners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling. But no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Da war das vielleicht auch so ein Schmugglertyp, ne? Hätten wir mal... Darkwater hatten wir schon, genau. Hat man jetzt mal hier. I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Oh, da steht ein Polizist davor, sehe ich. Understood.
You know who the building belongs to, don't you? Gehört der Familie Hawkins? Lügen, ich habe keinen blassen Schimmer. Ist das ein Spiel für sie? Oder Ermittlung Profis, sie unterschätzen mich. Machen wir mal das. It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Wo sagten Sie, ist das Lagerhaus? Nee, das. Ich denke, wir sind durch. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Ja, schauen wir mal. Okay. Spiel ist außerdem auch noch gespeichert, Woche. Perfekt. Und wir sind jetzt auch bei 20 Minuten. Und die dich nur noch, Sarah. Was wir heute noch machen, ist uns nochmal den Captain Fitzroy durchlesen. 45 soll der sein? Der ist schon weißhoorig. Alter, mal zurückrechnen. Wenn der 45 sein soll, dann ist der 1924, 19, sind wir bei 40. Da ist der in der 1870er Jahre geboren worden. Dann war sein Vater aber schon um 1800 geboren, oder was? Sagen wir mal so, 1820 geboren muss der gewesen sein. Da war das ein sehr alter Vater, als er den gekriegt hat. Und ein sehr junger Kapitän, als er diesen wundersamen Fang gemacht hat. Also irgendwas stimmt doch nicht von der Altersangabe. Das ist mir jetzt schon irgendwie alles etwas merkwürdig. James Fitzroy, Alter angeblich 45, obwohl der Kerl wie 70 aussieht. Tätigkeit Kapitän. Wäre jetzt nämlich um die 70 gewesen, hätte ich gesagt, okay, lass ich durchgehen. Aber 45, das erscheint mir merkwürdig. James Fitzroy ist der Kapitän der der Charybdis. Charybdis, genau. Skylla und Charybdis, habe ich ja vorhin erzählt. James Fitzroy ist der Kapitän der Charybdis, dem einzigen Schiff zwischen Darkwater und Boston. Er befindet sich meist im Büro des Hafenmeisters, wo ihm nichts entgeht, was auf der Insel vor sich geht. Die Einwohner von Darkwater respektieren ihn, die Schmuggler verachten ihn. Er bot mir Hilfe bei den Ermittlungen an. Okay, sonst haben wir doch nichts mehr. Ja, Charybdis oder Charybdis, das kommt immer drauf an, wenn man drauf rucht. Und ja, die Ausspruch variiert. Da würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig, wo wir exakt hier weitermachen werden. Für mich ist heute erstmal Aufnahmeschluss. Die ganze illustre Leute sind jetzt anscheinend auch weg, sodass ich dort drüber durch kann und dass ich dort drüber durch kann. Also machen's gut und bis übermorgen dann, wo wir uns mal in Richtung Warehaus 36 begeben werden. Iron Yankee.